Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück hier im Zockerstübchen und bei Elite Dangerous. Ich bin Zockerstübi und wir spielen heute weiter. Das ist jetzt die Folge 2. Ich habe eigentlich eine Folge aufgenommen, nur das mit dem Scarab funktioniert nämlich nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Denn seitdem ich das letzte Mal gemacht habe, so gesehen, haben die Sicherheitsvorkehrungen an solchen Stationen deutlich erhöht und ja. Es ging nicht so gut aus. Ich werde mal oben rechts was einblenden. Da könnt ihr das mal ein bisschen verfolgen, was da so abging. Die haben erst mein Schiff kaputt gemacht und dann mich und dann, ja, war alles kaputt. Naja, gut. Okay, wir machen erstmal normal weiter. Wir werden jetzt erstmal normale Missionen weiterfliegen. Dafür werden wir aber jetzt bitte erstmal dahin den Scarab wieder rausnehmen und uns etwas anderes reinbauen. Moment, wir werden den Gibt es Stufe 2 Treibstoffsammler? Nein, oder? Hier gibt es keine Zweier. Hier gibt es auch keine Zweier-Frachtgestelle. Jetzt ist mir so. Ich meine, wir brauchen später sowieso eine Raffinerie, aber das ist jetzt erstmal ein bisschen Quatsch, das hier reinzubauen. Ich werde erstmal den hier verkaufen. Sie. So, da haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Geld. Ja. Und werden das dann mit irgendwas versehen, was wir brauchen. Ein Landecomputer gab es ja nicht, ne? Ich meine, wenn wir haben oder nicht haben. Ich meine, wenn wir gerade Platz hätten. Na gut, okay. Waffen. Ja, nicht wirklich. Werkzeuge können wir mal gucken. Ja, es ist jetzt für uns eigentlich alles irrelevant. Und warum fuckt meine Stimme heute so ab? Ich könnte. So, wir hätten ein neues Kraftwerk. Damit würden wir nicht viel weiterkommen. Wir müssen den Frameshift-Antrieb müssten wir umändern. Dann würden wir auf jeden Fall weiterkommen. Lohnt sich das aber? Ich glaube nämlich nicht. Nein, wir sparen uns das Geld und kaufen uns dann ein neues Schiff, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, das Beste, wenn wir dann schon auf das nächst höhere Schiff gehen. Ich glaube, die kosten bis 60.000 oder sowas. Deswegen gehen wir jetzt nochmal halt Stopp hier rein. Gucken uns mal ein paar Missionen an. So, dass mir so auf, sagen wir mal, dass mit 100.000, 100.000 kriegen sollten, so insgesamt, so Datenlieferung. Ich meine, es sind 6.000, es ist jetzt nicht so weit weg. Ja, komm. Am Anfang muss man halt auch mal, ne, solche kleinen Sachen machen. Außerdem kriegen wir dadurch ja ein bisschen. Nee. Hätte ich genug Geld, ja, aber. Okay, wir haben jetzt nur eine Mission. Das macht aber nichts, denn wir werden auf jeden Fall diese hier werden wir aufgeben. Ich meine, es könnten auch leichtere dabei sein, aber ich war anscheinend bei einer relativ schweren Basis. Was jetzt? Inaktive Kopfgelder. Achso, weil ich gerade in einem anderen System bin. Ja, okay. Dann ist es mir egal. Wir könnten uns die 10.000 hier holen. Ich glaube, das wäre am ehesten mal was. Und ich müsste mal mein Handy vielleicht noch mir einen Moment in meine Nähe. Wo ist mein Handy? Ah, lost it. Hallo, Handy. Hallo, Markus. Wo bist du? Verdammt, Moment.
Ja, wenn man auf seinem Handy sitzt, so halb, dann ist es klar, dass man das nicht findet. So, Route planen. Vielen Dank dafür. So. Okay, ja, dann können wir eigentlich schon wieder starten. Würde ich mal behaupten. Ja, manchmal würde ich mich selber gerne so wegfliegen sehen, so das wäre echt der Hammer. Moment, wir müssen ein bisschen nach. Ja, Massensperre, sie. Jetzt geben wir ein bisschen mehr in den Antrieb. Und Cheerio! So, na gut. Ja. Ja, wir brauchen halt ein bisschen mehr Geld jetzt erstmal, damit wir überhaupt starten können. Und ich habe halt ein bisschen Geld verschwendet für diese sagenhafte Idee. Das sollten wir erst wirklich später machen, sowas mit einem anderen Schiff, um schon mal die Verteidigungsanlagen wegzuschießen. Und naja, das ist halt so. Bam. Ja, 288 Lichtsekunden, das ist okay. Wir geben noch ein bisschen mehr Stoff. Ja. Oh, ich würde gerne jetzt schon meinen, so. Das wäre echt der Hammer. Wenn wir da jetzt schon ein bisschen was machen könnten, aber. Oh, wir kommen zu schnell. So, da haben wir jetzt hier schon einen Verbündeten so gesehen. Grün, sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Verbindung zum Dualshock getrennt, ja. Möglich. Ist auch ein schöner Planet. So, wir sollten jetzt gleich 1000 Kilometer erreichen. Jawohl. Landeplatz 34. Sie. So, wir nehmen natürlich ein bisschen Geschwindigkeit weg. Wo sollen wir hin? 34? Ich meine, die kleinen Plätze sind immer hier vorne irgendwo. Ne, 34 ist da hinten. Okay.
So. Ja, solide Landung auf jeden Fall. Ohne Zwischenfälle, so wollen wir das natürlich. Wir könnten natürlich hier mal fix. Moment, da gehen wir nochmal raus. Hangar betreten. Dankeschön. Wir könnten hier mal kurz gucken, ob es hier eventuell was gibt, was wir uns einbauen könnten. Willkommen. Dankeschön. Planetenscan. Ha. Jetzt habe ich meinen Scarab wieder verkauft, ne? Die sind eigentlich immer relativ easy gewesen. Und doch scheißegal, wenn man da drauf geht. Verlockend. Verlockend. Lasst uns das machen, kommt Leute. Die zwei. Wir können ja gucken, ob es vielleicht noch eine andere gibt. Aber dass es hier solche Missionen gibt, ist natürlich cool. Dann könnten wir uns das merken. Azerbaijan City. Und Moment, da machen wir uns einen Marker. Und gehen dahin. Sie. Sehr gut. So, wir tanken trotzdem nochmal auf. Wir haben zwar ein Dings, aber das ist erstmal Werft. Vielen Dank. Ne, halt. Chip 9 Heavy. Der war schon ziemlich geil, ne? Aber, aber auch nur zum Transport. Na gut. Das bringt uns jetzt nicht viel. Ausrüstung. Da kicken wir mal kurz rein. Optional. Treibstoffsammlung gibt es auch nur die 1. Landercomputer. Passagierkabinen könnte man sich reinsetzen, aber das ist Quatsch, glaube ich. Economy, 2 Plätze. Yay! Das würde uns nicht viel bringen. Ne, ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal. Achso, ach Mist, gibt es hier den Planetenhanger? Jawohl. Da, bitteschön. Kaufoption. Kaufen. Und dich kaufen. So, wir machen diese Scans und dann sind wir hier wieder weg. Starten. Oh, ist das sogar in dem System? Was? Wir sind mal wirklich vorbildlich, ja? Nicht zu schnell. Jetzt geht mal Gummi. Ja, ja, ihr könnt mich ruhig scannen. Das war verdammt nah, Alter. Was für ein Typ, Alter. Was für ein Typ. Guck mal, wie weit ist der weg? Der ist... Okay. Ja, da müssen wir ins Dings gehen und gucken.
Ah, der eine ist da unten und der eine ist hier direkt daneben, so wie es aussieht. Ne, das ist das nicht. Dann ist das der hier. Ich kann da nicht hin. Wie tragisch kann ich da hin? Auch nicht. Ha. Dann sollten wir uns vielleicht einen. Ja, 12 ist natürlich ein bisschen. Oh, ah, jetzt habe ich falsche Taste gedrückt. Sehr gut. Zwölf Lichtjahre ist natürlich ein bisschen weit jetzt, ne? Und der war. Ne, ich muss zu. Da. 14 Lichtjahre. Na gut, okay, dann müssen wir uns. Wir müssen uns unser neues Schiffchen erst verdienen, damit wir das machen können. Hilft alles nichts. So, da fliegen wir jetzt. Da hätten wir noch ein paar andere Missionen annehmen können. Aber das macht nichts. Das macht nichts. So ist das halt am Anfang. Da kann man halt noch nicht so weit springen. Ach, ich vermisse mein altes Schiffchen. Oh. Ach ja. Aber so seht ihr wenigstens, dass das, wie das am Anfang wirklich ist bei dem Spiel. Ihr müsst da wirklich schon wirklich gut planen eigentlich. Ein bisschen auffüllen. Wir brauchen ja jetzt nicht so viel. 2000 Lichtsekunden. Sollte okay sein. Wir geben mal ein bisschen Stoff jetzt. Gib ihm. Ein Stück ist es. Ich denke mal, diese langen Flüge, die werde ich auf jeden Fall wegcutten. Also, wir sehen uns, wenn ich da bin. So, wir befinden uns gerade im Anflug. Hat ja nicht lange gedauert. Ach, das sieht schon verdammt geil aus, ey. Ich kann mich an diesem Spiel nicht satt sehen. Dropout und Cheerio! So, wieder ein bisschen Stoff geben hier, damit wir hier noch ein bisschen zur Rande kommen.
So 29 sollen wir also. Jo. Natürlich werde ich den Stay enjoinen. So. So, jetzt haben wir. Das gab richtig gut Kohle, ey. 76.000. Haben wir jetzt auf dem Konto. Das ist natürlich schon mal sehr geil. Auftanken. Oh, guck mal. Eine Viper. Python. Oh, Anaconda gibt's hier. Ja, Träume, ne? Aber das wäre. Ich glaube, mit der Viper fangen wir an, würde ich sagen. 142.000 ist doch schon mal ein Ding, ne? Ja, so hier. Hier gibt es 19.000. Albotus, da war ich schon mal. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Styx kommen ja auch hin. Nehmen wir mit. Legen Sie den Generalen sowieso von Siedlungen nahe. Nee, das machen wir nicht. Wir möchten die Siedlungen nicht so. Datenlieferung. Die geben zu wenig. Also die geben echt zu wenig. Ja, nö, dann. Nö. Nö. Gut. Dann gucken wir kurz uns die hier an. Gehen wir mal da drauf und checken kurz nochmal die Zeit. Warum? Ja, ich glaube nämlich, wir sind nämlich schon fast am Ende unserer Folge. Ah, wir hauen nochmal 5 Minuten drauf, würde ich sagen. So, da bitte. Genau, hier bei dem Ding waren wir doch schon mal. Genau bei dem Ding waren wir doch schon mal. Ist das nicht schön? Vertraute Sachen zu sehen. Ach, herrlich. Und jetzt geht's wieder abwärts. Stück rum. Wieder nach Eranin. Ich glaube, so in dem Gebiet hängt man erstmal eine Weile fest, um sich erstmal. Das haben die mit Absicht so gemacht. Dass man nicht einfach irgendwo jetzt verloren geht da im Universum. Ich denke, das haben die mit Absicht gemacht, dass man immer so erstmal so in dem kleinen Gebiet hier bleibt und sich erstmal hier ein bisschen drum kümmert. So, es ist so die Anfängerstelle hier so.
Die sollten wir uns mal marken, da könnten wir später vielleicht mal ein paar Leute ärgern. Das wäre vielleicht eine Idee. So, jetzt nach ab nach Aibotis oder Butis. Und dann geben wir noch die Missionen ab. Und dann war es das wirklich mit dieser Folge schon. Ja, die ersten Folgen, die sind jetzt ja wirklich noch nicht das, was ich wirklich eigentlich machen will. Aber ihr solltet ja auch den Weg zu dem Punkt so gesehen sehen, wie das gemacht wird, so gesehen. Ne? Weil, ja. Manche interessieren sich vielleicht, oh, wie hat das denn der gemacht? So. Wem es nicht interessiert, der schaltet halt erst bei Folge 5 halt wieder rein. Von mir aus. Ist mir egal. Ja, wir brauchen jetzt nicht so viel Fuel. Eine Stunde und 15 Minuten überleben wir sowieso. Achso, warte mal, wir müssen ja noch jetzt nach Styx. Warte mal, wir haben doch hier auch in Aibotis was. Moment. Nicht, dass wir jetzt hier... Dann machen wir jetzt hier Aibotis. Sieh, hier waren wir, glaube ich, auch schon mal. Und fliegen jetzt dahin. Und meine Stimme, die fuckt voll ab. Oh. Ich würde sagen, das ist wieder ein kleiner Cut. So, wir sind wieder im Landeanflug. Ihr könnt mir einmal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Also ich meine, die Langstrecken-Cutten, ja, das ist mir schon bewusst, weil sonst besteht eine Folge mal nur aus einem Flug. Aber ist das so in Ordnung, wenn ich so kurz vorm Landen dann erst, oder soll ich bloß in der Station oder kurz vor der Station erst oder so, wenn ich da reinfliege? Ja, ich weiß auch noch nicht. Ich meine, viel wird sich ja dann dann in Asteroidenfeldern abspielen und ja, aber das ist jetzt erstmal, ne, der Anfang. Man muss erstmal gemacht sein. So, die Geschwindigkeit ist schon erreicht. Und... Ich denke mal, ich sehe unser Teil da. Nehmen wir die Schubdüsen nach oben. Ich liebe das, mit diesem Schubregler zu arbeiten. Das ist so geil. Oh. Das war eine saubere Landung, würde ich sagen. Ja, meine Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir gern Däumchen nach oben da lassen, denn das war's jetzt schon wieder. Und wenn ihr neu hier seid und ihr Bock auf weitere Folgen von Eddie Dangerous oder auch noch anderen coolen Shit, ihr könnt ruhig mal in meinen Kanal reingucken, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren, da freue ich mich umso mehr. Ja, da bleibt jetzt nur noch zu sagen, tschö mit Ö, auf Wiederschauen und reingehauen. Running.
in circles, never leave me alone. Say I don't answer the messages, I pick up my phone. Say we all need some time just to settle down. Won't you come around, cause I never can leave it alone. Tell me your stories, but don't leave out the lies. Cause I know I got some problems and I'm open to mine. So we all